Willkommen zur 7. Folge meiner Let's Play-Serie. Ich habe in der letzten Folge am Ende ja gerade hier den Hazard Council platt gemacht, die drei Kolonien, die er hatte, ja, erobert. Er ist jetzt weg. Na gut, damit ist der Krieg dann auch schon vorbei gewesen. Jetzt werde ich natürlich gleich hier eine ganze Menge unzufriedene Einwohner im Reich haben. Vor allem habe ich gerade jetzt drei Planeten noch dazu gekriegt, habe jetzt sechs, das ist natürlich zu viel. Da gibt es dann jetzt gleich mal einen Sektor. Sie können wir als erstes nehmen, dann ist das auch eindeutig. Den Namen werde ich mir merken. Natürlich packe ich da jetzt hier auch gleich noch den Außenposten mit rein, den ich hier habe, damit ja, ich die Kosten dafür nicht habe. Warum das so ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ja, warum man denn keine Kosten hat, aber das geht ja für alle möglichen Dinge, die da intern sind in dem Sektor. Na gut, denn ja, Konstruktionsschiff ist ja jetzt hier auch frei. Das hat jetzt auch ein paar wichtige Aufgaben gleich. Das erste ist, hier einen Wurmloch-Generator zu bauen, damit ich hier ja rankomme an die ja an den nächsten Gegner, wobei momentan würde ich davon ausgehen, wenn ich hier so die Radien sehe, das wird wohl nicht ganz reichen, aber vielleicht habe ich ja in dem nächsten Reichweitenerhöhung, dann passt das schon wieder. Dann wollte ich hier auch noch einen Außenposten bauen, da wird dann sicher auch ein Wurmloch-Generator demnächst hin und ja, dann habe ich hier doch eigentlich einen ganz guten Bereich, wo ich auch weiter forschen kann. Ja, weiter forschen. Das ist das Stichwort. Das heißt natürlich, dass ich ja doch sehr viel offen habe, vor allem jetzt hier auch gerade kurzfristig reinbekommen. Das ganze alte Gebiet vom Hazard Council. Ich denke, da werde ich denn doch mal hier ein Forschungsschiff mal noch bauen. Ach, das ist noch automatisch. Moment, da sollte ich vielleicht auch mal beigehen. Und hier zumindest mal den Antrieb in den neuen reinpacken. Ich glaube, das macht schon Sinn. Gilt hier auch für das Konstruktionsschiff. Würde ich vielleicht irgendwann mal upgraden. Ich meine, gut, da ist es natürlich am Ende nicht ganz so wichtig wie bei den anderen. Also bei den Kampfschiffen. Aber auf der anderen Seite, die fliegen ja hier auch kreuz und quer ständig durch die ganzen Sternsysteme. Und ich denke mal, wenn da der Antrieb ein bisschen schneller ist, der bringt das auf die Dauer auch was. So, jetzt wollte ich ja hier gerade einen neuen bauen, Forschungsschiff, jawohl. Nein, da mit dir. Und, ja, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Na, da ist noch nicht so weit. 23 Monate. Ja, Geld habe ich einiges inzwischen. Ich habe mal Geld zum Bauen, das sind natürlich Minerale. Da sollte ich jetzt hier auch mal schnell aktiv werden. Der Baumeister ist schon da mit geringer Verringerung der planetaren Kosten. Nehmen wir ja natürlich auch gleich noch Minerale und die Nahrungsfelder alle mit rein. So, na, haben wir fast alles auf den Kopf gehauen. Wie sieht's jetzt hier aus? Na, da kann ich hier noch nicht aktiv werden. Was habe ich denn hier so? Da ist gerade mal das Ingenieurlabor. Das ist natürlich, na gut, wobei Gelb ganz gut hier soweit ist, aber ich hätte doch fast eher Blau oder Grün, weil es da ein bisschen zurückhängt. Naja, mal sehen, was da draus wird. Hier ist ja auch noch. Die Frage ist auch, was mache ich aus diesem hier? Dann, also das wären natürlich hier zwei Forschungsteile noch. Und andererseits, wo stehe ich denn momentan hier? Plus zwei bei der Nahrung. Gut, so gigantisch ist das jetzt auch wieder nicht. Zumal, wenn hier noch drei Felder dazukommen, dann reicht es ja gar nicht. Naja, im Moment geht's noch. Und die Farmen hier, die ich habe, die zwei hier zumindest mal, die kriegen ja vielleicht auch irgendwann nochmal ein Upgrade. Müsste schon passen. Da muss natürlich hier das Feld weg, freigeräumt werden. Da muss Energie hin. Energie ist echt eng hier. So ganz allgemein. Naja, ich lasse den da mal noch. Ach komm, kommt nicht genau drauf an. Der braucht 10 Tage. Naja, lauf doch mal immer hier noch ein bisschen los. Ach so, die Flotte hier.
geht dann mal zurück hier Richtung Sonnensystem natürlich, die auf Fasaria, die Eingreiftruppe da, also die Bodentruppe, die lasse ich da mal noch stehen. So ein bisschen in der Hoffnung, dass sie vielleicht hier ein bisschen gegen die große Unzufriedenheit ankommen. Weil das ist natürlich hier schon übel. Naja, mal sehen, wenn die sich da einkriegen. Und ob sie es überhaupt tun. Aber ja, wird schon gehen. So, was haben wir denn hier? Die sind alle da drin. Der baut den Darsnak. Der baut die Haut auf. Na gut. Ich glaube, dann nehme ich mal die Anomalie hier gerade dann noch mit. So, und hier ist doch dann gleich. Da ist das Forschungsschiff. Lass mich gerade mal. Wir brauchen natürlich dann jetzt hier einen Kommandanten. Nehmen wir erstmal die Dame hier. Wann fange ich denn damit an? Ich werde mal wirklich hier direkt Hasi, weil ich hatte ja da die Darsnak, da müsste irgendein plus 4 grünes Feld sein. Das macht ja sicher schon Sinn. Eigentlich noch einer hier auf. Ja, auf passiv gewesen. Hier ist ein Sonnensystem. Ja, und hier brauche ich natürlich dann auch neue Korvetten. Das war nicht viel anderes rauszuholen. Oh, die haben ja schon 17 Anhänger. Naja. 10% monatlich. Ja, das ist noch viel. Die werden noch weiter steigen. Ich hoffe, dass dann vielleicht so gegen 20 oder irgend sowas sind, sich doch mal beruhigt. So, und die werden repariert. Da kommen dann noch ein paar dazu. Ich denke, dann sollte ich hier weiter freiräumen. Nächstes Ziel sollte Wallace sein, damit ich denn da ein ja, Kolonieschiff hinschicken kann und da gründen kann. So, die sind dabei. Ja, da ist natürlich schön, was aufzuarbeiten. Da ist doch einiges an Schaden reingekommen. Tja, brauche ich auch noch ein Konstruktionsschiff. Also ich meine, ist ja nur doch schon einiges offen. Jetzt hier wird auch einer kommen und die ganzen Forschungsfelder, wenn ich die hier überall sehe, da wären vier Minenfelder. Minen sind für den Moment erstmal durch. Also hier für die Premierministerwahl. Naja, ich glaube, die geht doch erstmal hier noch wieder auf schnell. Wenn die repariert sind, noch ein, zwei dazu. Ich denke, dann kann ich mich denen hier schon zuwenden. Und vielleicht sollte ich ja sogar die hier angehen. Die kristallinen Meister da. Also die Eliten. Und die Monate sind es denn hier noch 15. Jetzt ist vollständig. Tja. Das sind ja hier denn so um die 400. Das ist schon, die hauen schon rein. So, ja, mal einen Krieg. Zum Glück kein von mir. Gerade schon Schreck gekriegt. Was er das hier mit so einem großen Tamtam ankündigt, finde ich ja auch heftig. Ne? Warte mal noch so, da haben wir wieder ein Alien-Exemplar. Was war hier der Krieg? Warte mal, jetzt überlege ich hier gerade 21, gehe ich das schon an? Die haben ja wahrscheinlich die Panzerplatten da drin, das wäre natürlich schon eine feine Sache. Und hier kann ich siedeln, das wäre auch eine feine Sache. Naja. Da sind sie. Na komm, ich nehme den mal hier erst noch. Der
Dann habe ich vielleicht noch ein paar mehr, wobei hier werde ich vielleicht auch wieder was verlieren. Aber dann könnte ich hier gegen die Elites dann auch vielleicht schon ein paar Zerstörer ins Feld führen. So, der ist da am Erforschen. Der hat noch ein weiteres Ziel. Schicken wir den hinterher mal dorthin. Die sind ja hier doch ein bisschen verteilt, aber ich denke, ein bisschen rum durch die Gegend hoppeln werde ich trotzdem müssen. Weil alle auf einmal, die will ich denn doch nicht haben. Hier gucke ich immer noch so ein bisschen wegen der Dauer. Na, da werde ich gleich mal hier zwischen gehen und hier den Raketen fritzen. Also den Wissenschaftler mit Boni für Raketenforschung einwechseln. So, du gehst mal hier runter, wenn ich so von hier unten rankomme. Das müsste da eigentlich fast funktionieren. Die Wurmloch-Station ist fertig, okay. Noch einer hinterher. So, dann bleibe ich mal lieber da. Ich dem schon mal, da wird bald einer ankommen. Tja, die hauen ja schon rein. Bisschen mehr, da ging gleich die erste Korvette verloren. Aber nur eine, ja nur eine für den Moment, aber ich denke, hier werde ich dann schon weitere verlieren. Naja, das geht schon. Will ich zwischendurch ja irgendwo auch reparieren. Aber ich muss sagen, das verliert. Na, warte mal. Denn doch so viel Zeit. Nehmen wir den mal mit noch rein. Da ist wieder ein Elend-Exemplar und dann haben wir die Sauer abgeschlossen. Kriegen ordentlich Energiekredits. Sozialforschung passt. Dass die sich immer noch zusammenschließen vielleicht. So, dann kann er das hier machen. Den Trümmer einsammeln. Ich hoffe, hier habe ich noch einen Trümmer dann zur Verfügung. Tja, da kommt das Kolonieschiff. Dann stehen wir hier. Oh, halt mal. Da geht er jetzt rein. Das ist ja noch niemand. Nicht mal noch ein Splitter hier oder sowas. Das ist ja. Naja, gut, was soll's. Der eine, der ist halt so. Wenn ich die regenerativen Dinger brauchen würde, dann würde ich mich jetzt ärgern, aber ich hoffe ja, dass ich denn da noch was Besseres bekomme. Bei den kristallinen Eliten. Der kann auf jeden Fall zurück und reparieren. So. Die das mag, da haben wir sie denn mal wieder. Plus 4, oh, das ist ja auch schön. Das ist ein feines Feld dann. Sieht das hier eigentlich aus? Ich brauche ja dann. Ja, noch brauche ich keine Bergbaustation. Nicht zwingend. Moment, naja, mach mal hier, du kriegst das schon hin. Muss ich aber doch mal gerade gucken hier, wenn er hier das Ding gebaut hat, den Außenposten. Okay, muss ich warten, bis der steht. Wird schon gehen. So, naja, das waren ja doch ein paar Korvetten, die da weggingen. Mach mal hier gerade drei neue. Immer noch wieder hier dazwischen. Okay, was soll's.
Ist irgendwie auch ärgerlich, der erste Monat, der geht ja denn da doch immer noch ganz gut hier in Cash rein. Aber mehr dann eben nicht. Regeneratives Rumpfgewebe ist natürlich nett, aber wenn du um 8 eine Schiffswerft, okay. Orientiert er denn auch auf Sirius? Na, dann will ich doch lieber hier hoch und dort reparieren. Apropos, da haben wir ja noch den Sonnenkollektor aufzustellen, das fiel mir gerade ein. So. Und da ist noch der hier kaputt zu hauen. Gut, der tut nicht weh, die Bergbaustation da, aber muss ja auch nicht zwingend sein. Dennis. Der ist hier schon angesetzt, ja. Das geht da auf jeden Fall, denke ich mal, in sich aus Projekt. Na gut. Hier wieder 1000 Dinge. So, Zerstörer sind abgeschlossen, das ist schon mal gut. Ja, und hier hat es auch geklappt an die Materieraketen. Verteidigungsplattform, na gut, Zerstörerwerfen. Nee, dann nehme ich erstmal die Raketen. Das ist schon gut so. Gebirgszug können wir wegmachen. Was haben wir jetzt hier? Biolabor. Ja, das nehme ich natürlich erstmal hier rein. Das ist ja logisch, wenn ich das da auch mache. So, naja, das ist ja schon ganz gut. Ja, Zerstörer. Dann muss ich jetzt hier erstmal die Verbesserung reintun. Und dann wollen wir mal hier gucken. Schaffe ich denn doch nicht. Da geht zu viel daneben, weil die Genauigkeit doch eher schlecht ist. Hier bleibe ich auch bei Defensiv. Safety first. Okay. Was haben wir denn hier eigentlich? Dem Sektor fehlen Ressourcen. Naja, gut, das ist klar. Dem fehlt eine ganze Menge. Die sind hier mächtig. Auch das ist so. Aber er ist hier fertig. Wurmloch, Wurmloch. Naja, machen wir hier die Dinger da. So, jetzt immer Sonnensystem, das ist auch ganz gut so, aber das reicht noch nicht, da war noch nicht ganz angekommen. Naja. Deshalb muss ich die denn noch von Hand zusammentun, aber kann ich ja machen. Arcadia hat alles fertig gebaut. Ja, hab ein gigantisches Skelett gefunden. Tja, na denn, untersuch das mal. Hier haben wir repariert, passt. 21. Okay, Ballast ist denn auch soweit. Die Frage ist, gehe ich jetzt schon die Dinger hier an oder warte ich lieber noch? Bin ich auch unsicher. Naja, vielleicht warte ich das doch erstmal noch ein bisschen ab und räume hier gerade mal die anderen noch so lange weg. Das ist ja auch ganz okay. Da ist ja genug zu tun. So, das Kolosschiff ist soweit. Super Sache. Was haben wir denn hier eigentlich? Warte mal. Ach, das war ja genau mineralarm. Okay, das heißt, auf dem Planeten brauche ich eigentlich mit Minen nicht zu kommen. Denn wird das hier energietotal, würde ich sagen, oder? Ziehen wir den da mal rein. Das sollte auch passen. So, du räumst da auf. Okay. Skelettwerft. Naja. Die ist dann auch gleich dran. Moment mal. So.
Naja, für das Biolabor, das Ding ist so schnell, da wäre es jetzt auch nicht zwingend nötig gewesen. So, mach das Ding da mal kaputt. Auf. Na los. Nicht so langsam hier. Wir stehen in Leistung. Deshalb ist der gelb. Ich habe schon überlegt, vorhin in der Sicht. Da ist die Drohne, die ist wieder drin, die Bergbaustation. So, was haben wir denn hier gefunden? Die Skelettüberreste. Okay, da war ein Raumschiff. Oh, das ist natürlich stark. Da werden wir Pet was haben. Dennis Smith hat Raketenbau. Ja, mein Gott. Toll. Da freue ich mich ja jetzt ganz gewaltig, wenn so einer in der Forschungsstation Raketen. Wobei, naja, so übel ist das auch nicht. Da könnte ich fast den Raketenspezialisten wegtun. Wenn ich denn da immer passend rumwechsle, das ist an sich eine feine Sache. Jetzt habe ich den ja hier gerade drin. Wenn ich denn den freigebe. Gut, im Moment habe ich hier noch einen zusätzlich. Was hat denn hier? Das wird natürlich im Einzelfall auch Vorteile bringen. Aber ob das denn zählt? Na doch, ich glaube, das würde zählen, wenn er zumindest. Wo ist er denn eigentlich? Da ist er. Würde schon zählen, wenn er das zusätzlich hat. Naja, egal. Jetzt machen wir hier erstmal noch weiter. Haben hier noch einiges zu tun. Mal hier erkunden. Die sind gleich im Kampf mit der Station und danach machen wir denn hier den Weltraum fertig. Die Wahl ist auch gleich. Wie sieht's denn aus bei der Wahl? Naja, das ist ja ziemlich knapp. Wollen wir uns mal lieber nicht drauf verlassen, oder? Die 50 ist mir denn doch vielleicht mal wert. Damit ich eine vernünftige neue Technologie bekomme. Quatsch, neues Quest meine ich, wo ich denn auch Bergbaustationen bauen kann. So, der ist hier durch. Ito ist gewählt worden. Gut, wer hätte das gedacht? So, Biolabor erforscht. Was haben wir denn hier? Wir haben hier die Beseitigung, was natürlich mit Sicherheit sinnvoll ist, aber die anderen beiden finde ich natürlich auch. Ah ja, wir nehmen den hier. Ist schon recht. Dann kann Herr Sanchez da auch wieder rein. Was macht inzwischen hier eigentlich so der Sektor? Naja, minus 9, Himmel. Aber da fällt mir gerade was ein. Ich meine, ein bisschen kann ich hier mit Sicherheit helfen. Raumstation darf ich ja auch bauen. Dann werde ich die hier jetzt wirklich mal reinziehen, damit der Sektor ein bisschen auf die Füße kommt. Reihe zumindest mal hier die Dinger. Die kann ich ja mal reinsetzen. Ich meine, wenn ich die drei Stationen habe, alle drei, das wären ja dann insgesamt auch neun. Immerhin neun, sag mal, Energie. Das wäre schon gut. So, wir haben natürlich jetzt hier neue Legislaturperiode, Bergbaumandat, das heißt, da muss ich dann auf jeden Fall auch wieder vier Bergbaustationen bauen. Tja, und die zwei Vierer hier, die zwei Vierer grün, sollte ich natürlich auch. Tja, was haben wir denn hier? Das sind hier gerade vier. Tja, wenn ich das mache, kann ich keine Kreuzer mehr bauen. Na gut, dann machen wir das mal langsam hier der Reihe nach. Bauen wir erstmal einen hier. Gut, Kreuzer kann ich eh noch nicht bauen. Wir sind schon noch bei Zerstörern, aber sei es drum. Der baut hier die Kolodie. Dennis Smith 17% hat er nur hier. Naja. Aber besser wird es an der Stelle nicht. Das ist dann eine hohe Anomalie. So, dann mach mal hier. Was haben wir denn hier für welche?
Moment, muss ich doch nochmal unterbrechen, um ihn hier auf ein neues Ziel ansetzen zu können. Ich doch erstmal. Naja, zwecks. Das alte Gebiet erkunden ist natürlich auch nicht ohne. Man fragt erstmal noch den. Zumindest einmal überall rein kurz, dass ich sehe, was da für Planeten sind. Naja, der hat auch hier fast Raketen. So, Sternenkammer wird neuer Besitzer. Leider braucht ja. Okay. Das heißt, ich habe ein Schiff. Ja, das ist ja nett. Alles klar, was haben wir denn für ein Schiff? Kriegt ein neues Schiff? Naja. Ganz was Neues. So, aber da sind wir dann auch durch. So. Ach, das war das, was der Dennis da gerade angefangen hat. Eine Sonde zur Oberfläche anscheinend ist ein unregistrierter Frachter kürzlich abgefangen. Einige Daten. Jeder Planet der Systems Erkundungsdaten gesammelt. Na gut. So sei es denn. Limgo, ja, das ist ja gar nicht viel. Das ist aber vorher, so viel hatte ich da glaube ich noch nicht. Okay, dann ist der da gesammelt. Das ist ja schon mal prima. Der ist inzwischen auch am Film. Dann. Du nimmst dir dieses System vor. Und da habe ich eine ganze Menge verteilt. Wie weit das denn irgendwo alles passen wird, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Also passen in der Art, dass da vielleicht auch Flotten sitzen. Aber kann ich denn eh nicht ändern. So, nun komm mal hierher, der ist ja fertig. Dann können wir schon mal zwei Zerstörer hier auch noch bauen. Das ist Dark Wanderer, eine Fregatte. Naja, auch erstmal hier dazu. So, da fällt mir noch auf, ich habe ja hier den Sektor. Da muss ja der Außenposten rein. Himmel, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Oh, Aliens, wo haben wir die gefunden? Im Laser. Warte mal. O und Pi, was haben wir denn hier so alles? Da ist Pi. Tja, da würde ich fast sagen. Das ist ja denn einer von den Aliens. Der vielleicht auch. Na gut, ich erforschte ja jetzt sowieso. Dann kann ich sie auch beide. Dachte, dass vielleicht einer. Naja, boah, ich habe schon. Von den Aliens habe ich schon vier. Das ist jetzt hier der fünfte. Das heißt, das müssten gerade die Void Cloud sein. Oh, das ist gut. Die haben mir ja eh noch gefehlt. Hier ist einer. Die Bergbaustation. Gut, dann mache ich das jetzt hier fertig. Kann ich mir immer noch nicht leisten. Na klar, ich habe ja gerade die Zerstörer gebaut. Machen wir da mal den nächsten. Die verdrücken sich. Und der haut natürlich dann hier auch ab. Klar. Toll. Die ganze Routeplanung, eben sage ich es noch. Naja, so ist es dann halt. Warte mal, den werde ich den jetzt mal sowieso hier reparieren und aufrüsten. Das sind die beiden Sensorfelder da gewesen. Hat der? Nee, hat er noch nicht. Das heißt der Sektor, da hat immer noch minus 7, die verballern schon wieder, na gut. Wahrscheinlich haben sie dem gleich irgendwas anderes gebaut.
Naja, das wird sich noch ein bisschen hinziehen, aber wenn das jetzt hier wirklich die Void Clouds waren, das sollte in den Forschungen dann hier auch 5% Zufriedenheit geben. Du kannst hier reparieren. Und du solltest ja auch mal fertig werden, damit das mit der Energie ja mal irgendwann wieder auf die Füße kommt. Naja, aber wird schon werden. Na gut, ich denke, das ist dann wieder. Halt mal an, bitte. Guter Moment, auch wieder Pause einzulegen. Ist doch soweit ganz ordentlich gelaufen. Jetzt habe ich hier den nächsten Planet. Der Sektor wird noch eine ganze Weile brauchen. Vor allem diese 8, 10 Bewohner, die ich hier drin habe, fallen mir ehrlich gesagt auch nicht auf 60%. Das ist schon heftig. Aber mal gucken, wie sich das weiter ermittelt. Immerhin, die 5%, die werden schon helfen. Und da fällt mir gerade noch was Zweites ein, das werde ich auch noch machen. Ich habe hier Propaganda übertragen. Das sind dann auch nochmal 10% Zufriedenheit mehr und dann sollte das doch irgendwie auch noch besser gehen, hoffe ich mal. Naja, wir werden es erleben. Für den Moment wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.